So, hallo und herzlich willkommen zum großartigen Main Event zu WWE TLC 2017. Wir sind am Main Event angekommen. Und guckt, wer sein Debüt feiert. Die Leute rasten aus. Es ist Kurt Angle, der War General Manager. Hat heute sein erstes Match. Er ersetzt Roman Reigns, der auch wie Bray Wyatt erkrankt ist und nicht antreten kann. Es gibt heute kein Shield, also. Aber es gibt einen Grund zu feiern, wie ich gesagt habe. Es gibt das Debüt von Kurt Angle. Und er kann nicht abwarten hier. Der War General Manager will auch sofort die loslegen, aber er muss auf seine Tag Team Partner warten. Und der ist der Erste. Seth Rollins. Einer von den War Tag Team Champions. Der Shield ist heute nicht vereint wegen der Krankheit von Roman Reigns. Aber deshalb ist Seth Rollins. Und noch natürlich der verrückte Dean Ambrose da. Und hier haben wir dasselbe Problem wie bei unseren letzten Simulationen zwischen Finn Balor und AJ Styles. Bray Wyatt konnte nicht antreten, er kann nicht kommen. Und genauso geht es auch Roman Reigns, der heute zu Hause bleibt und nicht bei TLC dabei sein kann. Belastend für Rollins und Ambrose natürlich. Aber wie gesagt, Kurt Angle steigt wieder zum ersten Mal in den WWE-Ring. Und es ist ein TLC-Match, ein 5 gegen 3 TLC-Match. Hier habe ich ein 3 gegen 3 gemacht, also Six-Man, Tornado Tag. Ich habe hier kein TLC gemacht, denn ich denke, es geht sowieso um keinen Koffer oder so. Es wird sowieso daraus aufgehen, dass es einfach... Der erste, der einen Pin macht, hat dieses Match für sich gewonnen. Also dieses Team, das erste Pin macht, hat dieses Match für sich gewonnen. Und hier ist der andere von den War Tag Team Champions, Dean Ambrose. Also wie gesagt, der Erste, der hier einen Pin durchbekommt, dieses Team hat gewonnen. Und so wird es auch im Spiel laufen und so wird es wahrscheinlich auch heute bei TLC ablaufen. Und jetzt kommen die Gegner rein. Der Intercontinental Champion. The Miz. Der Intercontinental Titel sowie die War Tag Team Titles werden bei diesem Pay-Per-View nicht auf dem Spiel stehen. Es ist einfach ein stinknormales 5 gegen 3 TLC Match. Und wie gesagt, wie ich so gesagt habe schon, der Erste, der gepinnt wird oder zur Aufgabe gebracht wird. Dieses Team hat natürlich gewonnen und die anderen haben verloren. So einfach ist es. Der Miz natürlich noch immer ohne Begleitung von Maurice. Die zwei werden ja noch ein Baby erwarten und Bo Dallas, wie ich gehört habe, hat auch die Krankheit. Wird wahrscheinlich auch nicht anwesend sein. Aber seine Tag Team Partners werden für heute anwesend sein.
Das sind sie. Sie waren zweifache War Tag Team Champions. Cesaro und Sheamus, die zweifachen War Tag Team Champions, sind die Tag Team Partner von The Miz. Und natürlich dabei in diesem Match, die wir jetzt hier im Spiel nicht sehen werden, sind natürlich Braun Strowman und die Rückkehr von Kane. Es wird ein 5 gegen 3 heute bei TLC geben. Hier im Spiel geht es nicht. Aber wie gesagt, das Match geht gleich los. Der Main Event von TLC. Geht jetzt los. Oh Gott, da findet eine Schlacht. Es geht los, kein Engels! Debütmatch! Und der Miz schnappt sich Kurt Angle sofort. Die beiden können sich nie leiden, glaube ich. Und Kurt Angle hier, es sieht nicht gut aus. Für diesen Mann. Schön gemacht hier. Warren und Sam muss dominieren, aber der Miz vom anderen Team dominiert. Nein, Kurt Angle! Kurt Angle jetzt! Er kann noch wrestlen. Und er zeigt. Der Clothesline und was für der Clothesline von unserem War General Manager. Gibt der Miss hier sofort hier und ein DDT! Ein DDT! Von der Miss und ein Schlag hier von Rollins. Seth Rollins. Pin, das Ende vom Match, gleich 1. Sheamus kommt raus. Kurt Angle mit dem Belly noch hier, mit der Close dann jetzt hier. Sheamus mit dem Konter. Wallet. Near the face. Wallet und Ambos rollen sich aus dem Match raus. Und da kommen die 10 Schläge von Sheamus. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Da ist Tornado DDT von unserem War General Manager hier. Und Kurt Angle! Und Kurt Angle auf Sheamus sein! Kurt Angle 1! Kurt Angle 2! Und das sagt's nicht! Alter! Unser War General Manager hätte hier voll abgestaubt. Er kann's doch! Und guck dir Kurt Angle an! Geht sofort wieder auf The Miz hier! The Miz mit dem Konter draußen, während Cesaro beschäftigt im Ring! Und der Force kommt zur Hilfe! Der Konter hier! Ambos hier nimmt bis dann auf, jetzt kommt Seth Rollins zur Hilfe, während Kurt Angle den DDT draußen zeigt. Und Sheamus rappelt sich wieder hoch. Und guckt der Kurt Angle an hier. Ja. Er wird gekontert hier. Wird hier auskontert, der Kurt mit der Neckbreaker. Cesaro, Cesaro geht in die Seite für den Uppercut. Für den very European Uppercut. Von Cesaro. Und guck dir das, der Miz hier. Der Miz geht aufs Bein von unserem General Manager. Neckbreaker. Irish Curse. Nein, doch, Irish Curse. Nochmal, warte. Irish Curse. Und da ist Kurt Angle. Das Cover hier. Und da ist unser General Manager, Kurt Angle. Der unterbricht uns natürlich, geht die für Belte. Belly! Nein! Hallo? Cesaro kriegt den
Suplex ab. Kurt Angle hier. Der Kick von Rollins. Bah! Brooke, ich hab kurz nicht geguckt, der Brooke wurde gekontert. Uppercut! Das ist! Slayblade, ich konnte nicht mehr klar hier. Und keine Ahnung nach dem Dirty Deeds. Das ist ein Rope Break. Uppercut. Oh, der Powerball von Evans. Kurt Angle. Oh, da geht's hier. Auf die Matte für unseren Raw General Manager. Was geht da hier richtig ab, ey? You look stupid, Chance! Gegen Sheamus wieder. Oh. The Miz. Oh, da geht Kurt Angle auch weg, Mann. Oh. Oh! Der Mensch wird aufgelenkt von Kurt Angle, aber... Herr Boss! Dennis! Kurt Angle, 1, 2, 3 und das Herr Manager! Kurt Angle! Kurt Angle pinned nach dem Dirty Deeds! The Shield! Ist das Shield? Ich weiß nicht. Aber Kurt Angle pinned nach dem Dirty Deeds! Wir sind dann ein Fisherman Suplex hier. Und dann hier. Der Dirty Deeds! Und Kurt Angle macht alles sauber für den Pin. Kurt Angle, Seth Rollins und Dean Ambrose gewinnen dieses Match. Was für ein Debüt von Kurt Angle. Was für ein Match haben wir gesehen. Ich würde sagen, das war's. Und wir ist TLC. Ich hoffe, wir werden einigermaßen noch ein schönes Video haben. Kann man es vielleicht sagen, keine Ahnung. Ob es ein schöner Video wird, nicht. Ich glaube, vielleicht Balor Styles kann geil werden. Dieser Main Event vielleicht ein bisschen brutal werden. Und ja, natürlich ist noch Braun Strowman und Kane in diesem Match drin. Die jetzt hier nicht drin war. Aber ich würde sagen, ich hoffe, wir werden einen schönen Pay-Per-View haben. Heute ist soweit. Wer es natürlich live guckt. Und natürlich sind es auch Leute, die sagen, ich gucke es nicht live, ich muss arbeiten, in die Schule gehen oder so. Die gucken es nicht am Montag oder wann auch immer. Aber ich würde sagen, das war's von den TLC-Simulationen. Bei Survivor Series wird es wieder einen Stream geben. Und ich würde sagen, ich bin damit raus. Euer Sammy ist raus und ich würde sagen, wir sehen uns entweder bei der Karriere oder beim Universe Mode. Ich würde damit sagen, ich bin damit raus wieder. Euer Sammy ist raus. Habt ihr noch und...